Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind hier wieder mit dem Sensenmann, denn unser süßer kleiner Bruno ist letztes Mal leider von uns gegangen. Wir bringen ihn natürlich dann heute zum Friedhof, aber es ist auch die letzte Folge von dieser Generation. Das heißt, heute entscheiden sich viele Dinge, aber das Erste, was wir heute entscheiden, ist natürlich die 56, ja. Spende Geld für einen guten Zweck. Wir haben kein Geld. Wir versuchen natürlich trotzdem noch den Trank vorzubereiten. Ob das was wird, weiß ich noch nicht. Aber wir geben unser Bestes. Kann es sein, dass wir sogar gar nicht spenden können? Ich finde zumindest nicht wo. Ja, oder geht das nur als Erwachsener? Online für einen guten Zweck spenden. Ja, tatsächlich. Oh mein Gott, wir können sogar nur 10 spenden. Ja, okay. I'm sorry, es tut mir jetzt schon leid, aber ja. Leider kann ich nie mehr spenden. So, sie kann sich weiter an ihren Virus setzen. Sie muss ja heute nicht arbeiten. Das heißt, mit ihr gehen wir dann heute zum Friedhof. Kann der Sensenmann jetzt eigentlich auch mal gehen, Alter? Also morgen ist dann ja noch der Abschlussball. Genau, so heißt das. Und dann am Sonntag haben sie Geburtstag. Okay, also haben wir 2 Tage Zeit, um jetzt irgendwie noch alles so weit vorzubereiten. Oh mein Gott. Das Outfit hatte sie ja schon ewig nicht an. Aber es sieht immer noch so süß aus, ne? Auch wenn es vielleicht ein bisschen sehr jugendlich ist mittlerweile. Aber sie ist ja noch eine junge Erwachsene. So, und du hörst auf, dein Virus zu programmieren. Du musst jetzt leider erstmal zur Schule. Und du musst auch gleich zur Arbeit. So, und danach kann Moody sich ja hier hinsetzen und dann 10 Simoleons spenden. Wir nehmen mal für die Bäume sprechen. So, sehr schön. Dann haben wir unsere Aufgabe auch abgeschlossen und dann können wir uns auf jeden Fall ans Geld machen setzen. Das war nicht die größte Spende, aber jeder Simoleon zählt. Genau. Dann ernten wir hier alles. Also genug Zutaten haben wir auf jeden Fall. Brauchen jetzt nur noch Geld. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal auf den Friedhof. Oh mein Gott. I can't do this. Oh nee, wie süß habe ich das denn gemacht? Also ich möchte das auf jeden Fall ein bisschen näher hier dran haben, weil es ist ja das Baby von den beiden. Wie wäre es hier mit so gelben Flancies? Ich meine, die sieht man jetzt natürlich nicht so gut, aber so, ach, so gelbe Baby-Flancies. Warte mal, so eine reicht aber, glaube ich, weil sonst ist das so ein bisschen too much. Weil das ist so das Baby und dann so ist da so ein so Flancy und der hat da so einen gelben Pullover an, deswegen gelb. I can't do this. Theoretisch könnten wir Jericho auch schon hier hingeben, aber irgendwie ist das auch weird, deswegen. Obwohl, ich würde den zumindest, wir werden ja dann ihr Inventar quasi hier bei ihr lassen. Das heißt, wir kommen da nicht mehr dran. Vielleicht ist es gut, wenn wir den haben, wegen der also Inschrift und so. Teil für Sanitäranlagen können wir verkaufen. Ja, geh nach Hause. So, sie macht jetzt erstmal ein bisschen Sport. Das macht ihr zumindest ein bisschen Spaß. Und ich glaube, das hilft auch beim Burnout. Yes. Maus, sie möchte Party machen. Oh mein Gott. Cloud wollte anscheinend schummeln. Dann, der Test ist nicht bestanden. Begegnung im Aufzug. Während der Fahrt mit dem Aufzug schaut Jericho von seinem Telefon auf und sieht, wie sich die Tür öffnet und ein Unternehmensleiter zusteigt. Soll Jericho etwas sagen, um Eindruck zu schinden und den Mund halten? Wir sagen mal was. Jericho reißt die Geschichte über ein lustiges Bild an, das er vor kurzem im Internet gesehen hat. Der Unternehmensleiter bedenkt Jericho mit einem seltsamen Blick, um sich dann seinem Telefon zuzuwenden. Der Rest der Fahrt mit dem Aufzug vergeht in unbehaglicher Stille. Schade. So, und da wir jetzt ja gerade keinen brauchen, können wir das verkaufen. Also wir brauchen gerade kein Paket. Beim Reparieren hat sie zum Glück auch Spaß. Das Handy vorbeikommen, meinetwegen. Oh mein Gott, Cloud ist noch 2er-Oberschüler geworden. So, mein Lieber, du kannst jetzt noch stricken. Wir brauchen deine Hilfe. Das mit der Tierkleidung hat gar nicht mal so schlecht funktioniert, ne? Dann wollen wir hier, wir machen mal diese Decke. Wir brauchen jetzt eigentlich jeden Cent, ne? Deswegen verkaufe ich jetzt alles Überschüssige. Hier 8 von denen kann ich noch verkaufen. Das ist richtig unnötig, ich weiß, aber wir brauchen das. Jeder Cent hilft uns. Ich finde toll, dass sie draußen einfach als alle stehen. So gerne ich dich hier unterhalten lassen möchte mit deiner Freundin. Wie wäre es, wenn du dich wieder ans Programmieren setzt? Ich weiß, es ist richtig blöd, aber du möchtest halt auch nicht mehr ein Vampir sein. Und wir haben Geld bekommen durch den Job. Jericho, sei so gut. Mach vielleicht noch einen Gelegenheitsjob hinterher. Das ist das Einzige, was wir machen können wegen den Fähigkeiten, weil sonst scheißen wir richtig rein. Aber es bringt halt auch nur 18 die Stunde. Aber egal. Gib dein Bestes. Okay, Strickprojekt abgeschlossen. 228? Bro, das ist richtig gut. Ne, dann mach nochmal sowas. Guck mal, der kostet schon 335, ne? Eigentlich müssten wir es versuchen. Ja, let's go, ey. Weil wenn das dann wirklich noch mehr bringt, dann wäre das richtig gut. 149, yes. Früher oder später werden wir es hier schaffen. Also,
Ich werde das Let's Play, also diese Staffel hier nicht beenden, bis alle enthumanisiert sind. Nee, das ist eine Lüge. Entvampirisiert. Misserfolg, willst mich verarschen. Und sie muss ihre Aggression bewältigen. Vielleicht wäre Sport eine gute Idee. Warum denn Misserfolg? Why? Hier, dann mach doch Sport, wenn wir schon dabei sind. So, und du, mein Lieber, du machst das jetzt. Das ist wichtig. Können wir uns nicht leisten. Vielleicht sprecht ihr mal miteinander. Sie hatte doch keine Freunde so richtig, ne? Was ist hier los? Wieso kann ich die Bilder von den beiden nicht sehen? Ich glaube, mein Spiel ist abgeschmiert. Es versucht seit 3 Minuten zu speichern. Wir sehen uns dann gleich wieder, wenn ich alles nachgespielt habe. Zurzeit ist aber auch der Wurm drin. So, ich habe jetzt versucht, alles möglichst wieder nachzustellen. Mal gucken. Also es hat sich ein bisschen was geändert. Also es ist jetzt nicht alles hundertprozentig so, weil das mit dem Geld halt nicht so geht. Weil jetzt zum Beispiel war auch ein Erfolg bei dem Job. Es kommt jetzt da auch nicht auf die paar Cent drauf an, ne? Sunny kann jetzt Nebenjobs ausüben. Das kann potenziell auch sehr hilfreich sein. Okay, er hat sein Projekt fertig gemacht, ne? Es sind 488, immerhin. Jetzt fehlen nur noch 1000. Also nur noch. Aber let's go. Und sie kann auch die ganze Nacht wach bleiben und an irgendwas arbeiten, theoretisch. Aber wir ziehen das hier durch. Kostet es, was es wolle. Zwischendurch mal speichern. Hoffentlich funktioniert es diesmal. Ja, danke. Also sie braucht jetzt zwischendurch nochmal Spaß, aber yay, nochmal 146. Girl, sie ist richtig gut. Und dann macht sie so einen Nebenjob mal. Weil sie hat jetzt eh nichts Besseres in der Nacht zu tun. Er ist nicht mehr als Date angedings, weil er kein Teenager mehr ist. Das ist ein bisschen scheiße. Können auch ohne Ben zum Abschlussball gehen, ohne Probleme. So, wir haben jetzt die 32. Ihr wollt mich verarschen. Also die Teenager möchte ich auf jeden Fall nicht. Ich lasse den Zufall entscheiden, I guess. Ich meine, das werden wir dann nochmal sehen nachher, wenn wir dann ja auswählen, mit wem wir weiterspielen und so. Aber gut, wer wird es sein? Okay, Jericho. Er hat doch einfach Pech in diesem Let's Play, ne? Also, dann wird das halt jetzt das sein. Aber es muss ja nicht direkt am Morgen passieren. Guten Morgen, mein Lieber. Heute wird noch ein bisschen beschissener Tag. Ich hoffe, dass der Abschlussball ein bisschen cooler wird. Aber ich glaube ehrlich gesagt, dass es nicht so toll wird. Sie hat einfach random zwischendrin aufgehört. Das ist ihre Mission. Mach weiter. Warte, wir haben ja von allem genug. Dann kann sie alles verkaufen, anstatt alles zu ernten. Das geht dann schneller. Ist auf jeden Fall gut. Wir kriegen das hier noch hin. Frühe Midlife-Crisis, toll. Aber die können wir nicht mehr spielen. Sie hat keine Lust mehr weiterzumachen. Sie kann meinetwegen schon die Party planen. Warum kann sie sich selber nicht auswählen? Nö, dann schmeißen wir halt keine Party. Finde ich blöd. Sit down. Wir brauchen deine Hilfe. Ohne diesen Nebenjob schaffen wir es, glaube ich, nicht. Und er tut auch nochmal alles, was er kann. Wie wäre es denn hier mit dem Wanderkumpel? Und du versuchst es nachher mit dieser Decke, weil diese Decke hat gefühlt am meisten Plus gebracht bisher. Und sie hat gerade ja auch kein Burnout-Zeug mehr. Let's go. Ich glaube, wir müssten Level 5 der Geschicklichkeit-Fähigkeit haben, ne? Level 4. Aber fast. Warte, wenn sie das repariert, dann hat sie Level 5. Komm. Er hat Level 5 im Stricken, das ist auch gut. Sie will es einfach nicht beenden, ne? So, sie geht jetzt zu ihrem Job. Er hat sein Zeug auch abgeschlossen. 191. Okay, er fühlt sich zu traurig, um weiter zu stricken. Genau, geh dich ausheulen. Ist so, it's fine. 191 noch anscheinend von dem Nebenjob hier, oder was? Ja, okay, wir haben es fast. Oh mein Gott. Ben ist hier. In so einem Moment, vielleicht gestehen wir jetzt endlich mal seine Gefühle für ihn. Wir können ihm ein düsteres Kompliment machen. Vielleicht geht er ja drauf ein. Und versuchen zu flirten. Oh, das fand er gar nicht gut. Misserfolg, Alter. Vielleicht ist das eine einseitige Liebe. Okay, er findet es nicht so toll. Vielleicht ist das mit Ben halt doch nichts. Könnt ihr euch mal kurz knuddeln? Ich brauche das. Süß, jetzt haben die auch noch... Ich liebe euch so. Ich meine, er hat ja immer noch so einen Schwarm auf ihn, aber... Ich meine, wenn er das nicht will, ne? Das Abschlussball treffen, woher will ich nicht? Wie viel kriegt sie denn? Ist die Frage jetzt, ne? Ich hoffe, es reicht. Oh mein Gott, das reicht. Wir haben Trinkgeld bekommen, yes. Okay, auf. Wir nehmen Sunny auf jeden Fall direkt mit. So, Getränk zu bereiten. Ultimativer Vampir-Heiltrank. Und du, bevor du jetzt hier auch noch vorher irgendwie wegstirbst oder so, geh auf jeden Fall rein. Okay, trinken. Los, Girl. Vor dem Abschlussball hier noch. Sie hat auf jeden Fall richtig Bock. Yes, Girl. Und sie ist kein Vampir mehr. Oh mein Gott. Speichern. Ab nach Hause. Und da der Abschlussball mal ziemlich lange dauert, müssen wir eigentlich jetzt vorher Jericho umbringen, oder? Warum brennt es? Wo brennt es? Aber ich sehe das Feuer nicht. Es fackelt einfach nur alles ab, oder? Ist sie so? Ich schaue es mal fern. Vielleicht rufen wir mal die Feuerwehr an. Toll. Jetzt hat sie auch noch Angst vor Feuer. Das Ding ist, weil kein richtiges Feuer da ist, können die das nicht löschen. Ah, jetzt. Na super. Er löst einfach noch ein Feuer aus. Wie wäre es, wenn ihr das löschen könntet? Das Feuer wurde gelöscht. Ich glaube nicht, Leute. Oh, die Bilder! Nein!
Das habe ich nicht gesehen. Gut, dann müssen wir wohl doch keinen anderen mehr töten. Also, das war jetzt nicht so geplant, aber dann spielen wir wohl mit Sunny weiter, wa? Ich kack mir ein, ey. Warte mal, der Abschlussball wäre auch schon gewesen. Den haben wir anscheinend auch verpasst. Super. Ich hab Bock, ey. Könnt ihr jetzt bitte noch die Feuerwehr anrufen? Ich sag, wie es ist. Midlife Crisis, die ist mir gerade sowas von egal. Es brennt übrigens immer noch. Selbst der Sensenmann hat Angst. Hallo? Nein, 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 nein. Wir lassen hier nicht noch mehr Leute töten. Sterben, Alter. Töten. Oh. Ja, Leute, wie wär's? Oh, wow. Gut, zurückholen. Wird wohl auch nichts. Jetzt löscht dieses dumme Feuer. 1954, Junge. Kann dieser Zauber jetzt funktionieren vielleicht? Weil sonst ist das hier ein bisschen kacke. Die Bilder kann ich so ersetzen. Das kann ich ersetzen. Glaube ich sonst nichts mehr, oder? Ich glaube, da hing was an der Wand. Aber ich glaube, das waren keine Bilder, oder? Ich habe das leider nicht abgespeichert gehabt. Zum Hochladen gehe ich einfach in den älteren Safe-File und lade dann einfach das hoch. Und eigentlich legen wir da vielleicht keinen Teppich mehr drunter. Warum eskalieren die letzten Folgen von diesen Challenges immer so? Letzte Generation ist auch ja komplett eskaliert. Also ein bisschen auch provoziert, aber in dem Fall war es nicht provoziert. Naja, kann sie sich vielleicht trotzdem eine Geburtstagsparty schmeißen? Achso, warum ist jetzt ihr Tag da hinten? Es macht doch alles keinen Sinn. Ja, ich kann jetzt einen Geburtstag feiern, toll. Wir laden alle möglichen Leute ein. Ja, die Feuerwehrmänner, normal. Ja, wird schon passen. Wir bleiben zu Hause. Machen wir um 1 Uhr. Ich lade das aber ohne die ganzen Fotos hoch, damit das nicht als Custom Content gilt. Ja, also das brauchen wir dann auch nicht mehr. Gut, was sollen wir heute machen? Es ist nochmal die 32. Und ganz ehrlich, da wir das heute schon hatten, nein. 124. Frühstücke in einem Café. Das ist ja ganz süß, aber ich weiß ja nicht. Also wir können da natürlich mit der Family hin, aber... Wir bestellen ein Croissant und ein Milchbrötchen und ein Schokobrötchen. Diese Familie. Ich kann das alles nicht mehr. Sie so, ich gehe lieber. Und sie setzt sich direkt alleine hin. Sie hat gar keinen Bock mehr. Sie so, meine Familie bringt mir nur Unglück. Ich weiß ja nicht. Sie möchte mit ihrer Mutter plaudern. Süß. Und so ein random Typ gesellt sich dazu. Wer kennt es nicht? Sie fühlt sich gerade für einen Moment gut, aber ich weiß nicht. Ich glaube, das ist eher eine Fassade. So hat sie sich die Tage vor ihrem Geburtstag bestimmt nicht vorgestellt. Er hat noch ein Espresso bestellt. Nice. Wir gehen lieber zum Ereignis. hier kann doch nicht mal eine Pflanze drin sein. What are you doing? Sie mag Gartenarbeit. Kann sie meinetwegen. Die Frösche verkaufe ich jetzt auch. Wir hängen das einfach mal auf. Und das hier brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Die Hausaufgaben können wir schon mal verkaufen. Und das bringe ich dann auf jeden Fall auch noch weg. Kann sie vielleicht einen Kuchen machen? Wie wäre es mit einem Winterkuchen? Because it is winter. Auf geht's. Vielleicht kann sie sich ja noch mit ein paar Leuten anfreunden. Oh mein Gott, Ben ist auch traurig. Vorgeben, tough zu sein. Oh, nee, das ist eine uncoole Interaktion. Naja, sie kann sich ja mit ihm unterhalten. Wegen Ableben trösten, Kummer. Fürs Kommen danken. Ich meine, sie weiß ja auch, dass die ja befreundet waren und so Spiele spielen lassen, Alter. Wir haben das hier. Ich weiß nicht, ob das zählt. Ich weiß nicht. Lass uns lieber tanzen können wir. Was machen wir an? Gemischte Musik. Ich dachte, diesen Moritz haben wir auch umgestylt. Anscheinend nicht. Ich dachte. Deswegen habe ich den nur eingeladen eigentlich. Aber egal. Süß, sie freut sich, dass sie auf einer Party ist. Einmal kurz Kerzen hinzufügen. Dann kann sie ein Getränketablett füllen. Mit Old Classic. Komm mal, dancen. Wieso haben wir keinen Platz zum Dancen? Das macht doch gar keinen Sinn. Egal. Wir lassen sie jetzt einfach Geburtstag haben. Happy Birthday to you. Dein Geburtstag ist komplett scheiße. Tut mir wirklich leid. Aber leider passieren solche Dinge manchmal. Aber sie ist so hübsch, ne? Komm nicht klar. So, sie ist älter geworden. Womit müssen wir noch leben? Es ist Tierfreundin. Ich weine. Hart. So, und wir randomisieren jetzt ihr Bestreben. Ist die 35. Geheimnis von Strangerville. Gut, das werden wir jetzt wahrscheinlich erstmal nicht machen, aber klar. Sie hat ihren Abschluss gemacht, natürlich. Sie ist richtig stolz auf sich. Immerhin. Wir stecken übrigens alle Fotos ein, ne? Alle Fotos. Ist mir egal. Ich brauche sie. Hier, nimm dir auch ein Stück Kuchen und dann unterhalte dich mit deinen Freunden hier. Das sind die einzigen Leute, die denn noch bleiben. Also ich meine, sie hat noch ihre Eltern, aber kann nicht nur mit ihren Eltern rumchillen. Als ob hier nirgendwo Platz ist dafür. Jetzt wollen sie Kuchen essen, ernsthaft? Ich habe davor schon ein Stück gegessen. Okay, mit denen schon Liegestütze machen, auch ganz wild. Ist halt irgendwie auch schade, dass Honey keinen hat, so, ne? Aber irgendwie hat es sich nicht so ergeben. Aber egal. Sie startet dann einfach ganz frisch durch. Wieso ist das Klo kaputt?
Wir setzen das jetzt einfach. Ja, nach der Party werden wir dann alles soweit schon mal bereit machen. Beziehungsweise, ja doch, wir können es auslosen und dann am nächsten Morgen machen wir dann den Umzug selber. Beziehungsweise wissen ja noch gar nicht, ob sie auszieht. Ich habe das ja hier, aber in der letzten Folge macht es eigentlich mehr Sinn. Deswegen so bis 3 und es ist die 3. Zieh aus. Okay, und wohin ziehen wir hin? Wir ziehen nach Glimmerbrook. Was will sie denn da, ist die Frage. Und dann ist die Frage, wie viel wir mitnehmen an Geld. Und es sind 60%. Aber das ist trotzdem nicht viel. Das ist ehrlich gesagt fast nichts. Aber es wird schon okay sein. Yay, ein Buch. Kann sie meinetwegen mitnehmen. Pack auch am besten schon mal die ganzen Bilder mit ein. Den Tripod nehme ich auch mit, glaube ich. Die Heiratsurkunde. Ich glaube, die will ich auch mitnehmen. Ist ein bisschen süß. Wir haben echt einige Fotos gemacht, ne? Aber das ist halt auch genau das, was ich liebe. Dass man dann überall dann die 1000 Fotos aufhängen kann. Sie müsste alle haben. Ich glaube, ich habe nichts übersehen. Marie Scott, hi. Was auch immer sie hier tut. Oh mein Gott, Cloud! You can't do this to me. Dann gehen wir jetzt nochmal auf den Friedhof. So, wir platzieren mal das Grab hier. Dann würde ich das hier so austauschen. Das Feuer war zu stark. Es tut mir leid. Oh mein Gott! Ich hätte den Strickkorb nicht verkaufen sollen, weil hätte ich ihn davor stellen können. Also ich kann ihn jetzt immer noch davor stellen. Aber es wäre halt dann, hätte man sagen können, also dass es ja genau der ist. Aber wir können das jetzt ja immer noch so tun. Aber, das habe ich vergessen. Warum ist die so riesig? Wir machen die kleiner. Wir können ein Foto von ihm dahin packen. Das ist ein bisschen groß. Look. Nehmen wir lieber einen schwarzen Rahmen, glaube ich. Und dann kriegt er natürlich noch ein Blümchen. Ich weiß gar nicht, was so zu ihm passt an Blumen. Okay, schade. Vampire hatten keine Blumen. Sonst hätte man darauf ja nochmal auf seine Ex-Vampir-Vergangenheit hindeuten können. Ich glaube, ich finde die hier ganz schön, weil die ist auch so farbenfroh wie er. Und das Grab kommt dann einfach hinter Jerichos echtes Grab dann später. Aber ja, darum kümmern wir uns jetzt nicht. Weil Jericho ist ja glücklicherweise noch am Leben. Aber leider musste unser geliebter Bruder von uns gehen. Wenn ihr wollt, dass wir ein Umstyling, ein kleines machen für Sunny, dann schreibt mir das mal gerne. Weil, also an sich finde ich schon, dass sie noch relativ erwachsen aussieht so. Dass sie das jetzt nicht unbedingt bräuchte, aber wenn ihr da Lust drauf habt, dann habe ich kein Problem damit, eins zu machen. Florian Pancakes mit Moon Ernest Klasse. Nein. Also hättest du jetzt Sunny gefragt, okay, weil du bist noch ein bisschen jünger so, aber nee. Warum hasst ihr euch? Mit Aiden flirten? Bitte? Der Feuerwehrmann. In die Wolken schauen mit Cloud. No. I can't do this. Oh mein Gott. Hier ist unsere Tante. Vielleicht sprecht ihr mal miteinander. Vielleicht haben die beiden ja einen guten Draht zueinander. Ich habe sie mal umgestylt. Das ist die Schwester von Jericho. Aber bisher hatte sie sich nie wieder blicken lassen. Deswegen, I don't know. Vielleicht versteht sich Sunny ja mit ihr. Aber irgendwie immer, wenn ich sie andrücke, geht das wieder weg. Ah, jetzt. Wir finden, sie ist unzuverlässig. Ja, Jericho hat sich schon schlafen gelegt. Am besten macht ihr beiden das auch. So, wir lassen uns mal kurz ausrechnen, wie viel Geld wir kriegen. 1167. Das ist tatsächlich okay. Ich dachte, das ist weniger. Ich glaube, damit können wir uns gerade so das Grundstück leisten. Warum bist du denn schon wach? So, es ist 3 Uhr nachts. Nee, wie wäre es, wenn sie vielleicht noch... Oh, der Kuchen und alles ist vergammelt. Sie darf ruhig noch was essen. Noch einen Moment hier sein. Es ist 5 Uhr früh. Ich glaube, sie möchte aus diesem Horrorhaus langsam raus. Nein, aber ob wir jetzt warten oder nicht, es ist jetzt, glaube ich, einfach sinnvoll, dass es passiert. So, einmal aufteilen. 1167 kriegen wir. Lassen wir sie nach Glimmerbrook ziehen. Eine relativ schöne Stadt, finde ich. Dieses Grundstück kannst du dir nicht leisten. Wir lassen diesen Geist mal ausziehen. Wenn wir das hier platt machen, geht das dann? 1750, es reicht nicht. Aber ganz ehrlich, ich lasse die jetzt da einfach drauf einziehen. Ich meine, wir können ja auch sagen, dass das Grundstück jemandem gehört. Weil ich meine, Jericho ist ja auch ein Zauberer eigentlich. Und dass das deswegen halt die Möglichkeit besteht, dass sie da jetzt einzieht. Auch wenn da noch kein Haus steht. Aber mit 1167 Simoleons kriegen wir das schon hin. Hoffentlich. So, und dann wohnt sie jetzt hier. Dann machen wir eine kleine Zwischenfolge, wo ich versuche, ein Haus für sie zu bauen. So gut es geht. Ja, ich uploade dann jetzt gleich noch das Grundstück. Das wird wie immer hier bei Mooly Girlie in der Galerie zu finden sein. Hier findet ihr auch das Haus von Generation 1. Ich zeige euch das im nächsten Part und am besten einfach nochmal. Also falls ihr Interesse habt, damit zu spielen, gerne.
Aber ja, damit beenden wir dann auch jetzt Generation 2 von dieser Challenge. Es wird wahrscheinlich so scheiße weitergehen. Ich meine, es gehört auch irgendwie dazu. Es ist die Lucky Legacy, ha? Huh? Ja, aber wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Entweder beim Speedbuild, beim nächsten Part oder in einem anderen Video. Bis dahin und tschüss!